Energiepreise 2022. Erdgas ab dem 1. Oktober angepasst. Aufgrund immer weiterer Preissteigerungen an Energiemärkten und dem daraus folgenden Abfall von Energieanbietern am Markt wird sich der Gaspreis nun auch hier in der Region deutlich erhöhen. Dr. Rainer Gerloff, Geschäftsführer der Halberstadtwerke, präsentierte dazu zusammen mit Vertriebsleiter Hans-Gerhard Gülk konkrete Zahlen und Gründe der derzeitigen Preisentwicklung. Zum 1.10. werden die Halberstadtwerke die Gaspreise im allgemeinen Tarif und im Joker-Produkt anpassen. Wir überlegen noch anhand der gesetzlichen Regelungen, wie wir mit dem Fixpreis verfahren. Aber ansonsten wird es grundsätzlich so sein, dass in der nächsten Zeit, sprich im Winter und wahrscheinlich auch im nächsten Jahr, die Preise für Energie, sprich für Strom und für Gas steigen. Das ist auch juristisch-politisch so gewollt und auch absolut nötig. Denn die Gasversorgung lässt sich nur aufrechterhalten, wenn die Umlagen, die die Politik beschlossen hat, vom Importeur bis zum Endkunden durchgereicht werden. Nur so können wir die Gasversorgung als System aufrechterhalten. Die Entgelte der Grundversorgung erhöhen sich damit ab dem 1. Oktober um 5,13 Cent brutto pro Kilowattstunde im Arbeitspreis. Damit steigen die Kosten pro Kilowattstunde Erdgas auf 13,63 Cent brutto anstelle der bisherigen 8,5. Für den Erdgaskunden ergibt sich somit bei einem durchschnittlichen Jahresverbrauch ein monatlicher Mehraufwand von fast 58 Euro. Die von der Bundesregierung beschlossene Absenkung der Mehrwertsteuer von 19% auf 7% ist in dieser Rechnung allerdings noch nicht berücksichtigt. Eine leichte Senkung des Preises sollte also trotz der Lage noch ausstehen. Also ich glaube, es ging uns da wie allen anderen auch entsprechend auf so eine Krise mit derartigen Auswirkungen, kann man sich nicht vorbereiten. Dafür gibt es keine Lehrbücher. Gleichwohl gibt es in der Branche Krisenpläne. Wir haben sehr früh einen Krisenstab entsprechend eingerichtet, um dort gegensteuern zu können. Also im Augenblick ist es so, dass wir uns in der Alarmstufe befinden. Die Notfallstufe ist derzeit noch nicht in Sicht, auch und gerade weil die Branche und die Bundesregierung da mit aller Macht entgegensteuert, sodass wir nach aller Voraussicht nach gut durch den Winter bis zum Frühjahr nächsten Jahres kommen werden. Neben den allgemein höheren Preisen im Energiemarkt belastet die Halberstadtwerke ebenfalls ein zunehmend höheres Ausfallrisiko von Energieanbietern. Für deren Kunden muss das Unternehmen nun zusätzlich als Ersatzversorger Erdgas teuer nachbeschaffen. Das Gas beschaffen wir bei Importeuren und die Importeure beschaffen wiederum ihr Gas zum Teil an den Großhandelsmärkten, wie unter anderem auch in Russland, aber auch in Norwegen und den Niederlanden. Um die Kunden der Halberstadtwerke wird sich dennoch gut gekümmert. Die monatlichen Abhebungen werden als Service automatisiert angepasst und die Mitteilungen über den neuen Abschlag per Schreiben verschickt. Wie sich der Energiepreis in den kommenden Wochen und Monaten verhalten wird und ob weitere Preisanpassungen auf der Agenda stehen, lässt sich nur schwer deuten. Also das können wir schlecht beurteilen, weil wir nicht genau wissen, wie das Umlagesystem geändert wird im Laufe der Zeit. Sie müssen sich vorstellen, das Gesetz, das gerade jetzt zum 1.10. greift, ist aus dem Juli und jetzt schon in der zweiten Fassung. Und es ist vorgesehen, dass alle Vierteljahr überprüft wird, wie hoch die Umlagen sind und dann gegebenenfalls die Umlagen geändert werden. Das kann ich heute nicht beurteilen. Natürlich ist es so, dass an den Märkten die Gaspreise außerordentlich steigen. Ich glaube, es wäre naiv, auch für alle Kunden, zu glauben, dass wir mittelfristig bei den Gaspreisen und bei den Strompreisen bleiben, die wir lange Zeit hatten. Das wird nicht funktionieren. Das weiß aber der Kunde auch. Das hat die Politik deutlich gemacht und das weiß der Kunde im Schnitt auch aus den Medien. Wir werden bezüglich unseres Wohlstandes, und das merkt der Kunde auch im Supermarkt, auch beim Bäcker, auch beim Fleischer, dass die Kosten steigen und wir werden mit unseren ganz normalen, und das trifft jeden Bürger,
mit unseren Budgets ganz aufmerksam umgehen müssen. Wofür geben wir welches Geld aus? Trotz des nun augenscheinlich hohen Preises sei die Anpassung den Umständen entsprechend noch eher moderat. Wie sich dieses Verhältnis künftig entwickeln wird, bleibt abzuwarten.